Ja, hallo meine Lieben, heute bauen wir uns eine Kiste und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Und zwar habe ich mir hier Platten, Siebdruckplatte wieder zurechtsägen lassen. Ich weiß nicht, wie viele Kisten ich davon schon gebaut habe. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Und die sind wetterfest. Also die können auch einen ganzen Tag draußen stehen, auch Regen ab können. Die Kisten werden einmal auf Stoß geklebt. Ja, jetzt habe ich hier die Platte, die Grundplatte. Und bei der Kiste sollen Edelstahlfüße drunter. Und die zeichnen wir uns jetzt erstmal an. So, da ich aber mit 6er Schrauben arbeite, das sind Schlossschrauben M6, muss ich jetzt hier auch überall noch eben schnell ein Loch reinbohren. Beziehungsweise kein Loch reinbohren, sondern aufbohren. Eine Kiste für draußen ist, habe ich hier Schlossschrauben aus V2A.
Und natürlich sind Mutter- und Unterlegscheiben auch aus Phosphor, ja. Somit wäre jetzt auch die untere Platte fertig. Jetzt kommen zur Verstärkung hier so 90x90er Winkel und die kommen hier jeweils in alle Ecken und unten auf dem Boden auch nochmal. Ja, hier kommen auch überall Schlossschrauben rein. Und da das ja eine Zeitungskiste ist, kommen natürlich innen keine Muttern drauf, sondern Hutmuttern, damit die Schraube auch schön abgedeckt ist und wenn da eine Zeitung hängen bleibt, dass sie nicht aufreißt. Können wir uns jetzt an die Scharniere machen. Die messe ich von außen und zwar 15 Reihen. Sollte reichen. Da die Kiste ja nach draußen kommt, soll sie natürlich auch sicher sein. Und von daher lasse ich das Scharnier jetzt ein, so dass man auch den Splint nicht raushauen kann. Und auch hier kommen wieder Schlossschrauben rein und auf den Deckel auch. Ja, jetzt fräsen wir uns das erstmal aus. Schön plan mit der Oberfläche, so dass der Deckel dann auch richtig hinterher plan schließt. Die Scharniere, die müssen jetzt noch aufgebohrt werden. Und natürlich muss auch in der Mitte hier ein Loch gebohrt werden, weil ich ja mit den Schlossschrauben hier nicht mehr dran komme. Da stören dann die Muttern und dann kriege ich den Deckel nicht mehr zu. Und von daher bohren wir jetzt hier in der Mitte noch ein Loch und die anderen bohren wir jetzt auf 6,5 auf. Und da wird jetzt reingefräst.
rausreißen, mache ich da immer ein Brett runter. Jetzt müssen wir hier noch die Löcher bohren. Hier mache ich zwei Muttern drauf, damit das sich richtig reinzieht, das Scharnier. So, hier kommen jetzt auch überall Schrauben rein. Soweit wären wir. Und jetzt fehlt nur noch die Überfalle. So, genau in der Mitte. Genau die Breite. So, jetzt werden hier noch überall die Kanten gebrochen. Ja, die Klappe da oben. Ja, und an eine Kiste gehört natürlich auch ein Schloss. Ja, da habe ich jetzt meine Kiste fertig. Und jetzt habt ihr gesehen, wie ich die gebaut habe. Kiste, der Deckel bleibt auch auf. Und jetzt werde ich die noch ein bisschen sauber machen. Dann kann die auch wieder weg.
Ist immer eine Menge Arbeit, aber dadurch, dass die Kiste natürlich draußen steht, muss natürlich auch alles in VA sein und muss natürlich auch alles dicht sein. Der Deckel liegt da auch plan drauf. Und ja, somit kann dann auch nichts an die Zeitung kommen. Von innen kommt jetzt noch Silikon rein. Und dann ist sie aber soweit fertig und dann, wie gesagt, kann die weg. Ja, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Kiste haltet. Ich hoffe mal, euch gefällt die. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und tschüss!